Super, dass ihr da seid. Wollen wir hier die Übung einmal zeigen? Trainer! Feedback, Trainer! Trainer, ich hebe ab, Trainer! Ich hebe ab! Wer jetzt nicht zuschlägt, 50% mit dem Code LATZO für den ganzen Januar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rest vom Video, weil da kommt sowieso nur noch Müll. Sollen wir noch Sascha sein Video kurz gucken? Sascha hat ein neues Format gemacht. Das heißt, sechs Länder, sechs Städte, sechs Länder, sechs Jobs. Ich war auch in einer der Episoden dabei und ich freue mich unglaublich, wenn die online kommt, weil das wird sehr, sehr geil. Das wird außerordentlich geil. Ich habe mir die erste Episode noch nicht angeguckt. Ich würde sagen, wir gehen da gemeinsam rein in den Aal. Tim, bist du am Start? Ja, Minik. Sascha Herrlinger, ich leite ein Auktionshaus. Oh, das habe ich noch nicht geguckt. Let's do this, Marines. Stellt euch mal vor, ihr sagt zu einem Projekt zu, ihr macht sechs Länder, sechs Jobs, von denen ihr keine Ahnung habt, welche es überhaupt werden. Barcelona, Berlin, Brandenburg. Wir sind irgendwo in Riga. Ihr wisst nicht, wohin es geht, ihr wisst nicht, was ihr packen müsst. But my shoes are fine, right? No. Ihr habt von nichts eine Ahnung. Dann kommen zwei Idioten zu euch nach Hause. Ihr kennt die nicht mal persönlich. Der mag hier Sachen packen. Ein Tag zu früh. Fliegen ich heute. Verarschen euch. 3 Stunden bis Boarding. Ihr wolltet nicht mal, dass ich dusche an dem Tag. Und jetzt kann ich halt sagen, ja, ich habe Berufserfahrung in sechs verschiedenen Jobs. Aber wirklich, wir standen bis hierhin komplett in der Scheiße. Tote Ratten, aufgedunsen wie Ballons. Ne? Da hat nur gefehlt, dass du drauf tippst und die explodieren. Einer von euch beiden, der wird eine Revanche bekommen. Alter, gottlos. Last call for the passenger Sascha Hellinger. Please come to your gate immediately. Also sag mal, auf welche Länder hättest du Bock? Ich habe schon mal 8 Boxen, Schatz. Ja, Italien wäre irre, Spanien wäre irre. Weißt du was? 9. Kann ich jetzt schon mal sagen, richtig geil produziert. Das ist geil gemacht, das ist echt geil gemacht. Boxen, Schatz, jetzt kommst du. Alles in die Richtung wäre irre, oder nicht? Warte, aber warum jetzt 9 Boxershorts für 6 Tage? 9 Boxershorts für 6 Tage kennt jeder. Hä, hey, klar! Die Faustregel. So. Hä? Also, immer für die Sicherheit. Check ich sofort. Ja, yes. Oha. Ja, Digga. Voll klar. Mindestens immer eine mehr mitnehmen und auch bei Socken. Also ich nehme immer anderthalbfach mit, so wie er. Anderthalbfach? Ja, 6 Tage, dann 9 Stück. Ah, wirklich? Ja. Aber ich nehme immer eine mehr. Wenn es länger ist, auch mal 2 mehr. Ja, aber du trägst ja auch manchmal dieselbe 2 Tage, ne? Kann ja auch sein, dass du an einem Tag... Ich hatte schon alles gepackt, der Koffer war gepackt. Eine Sache, die essentiell sein soll für irgendeinen Beruf, hat noch gefehlt. Das waren Schuhe. Das sind jetzt hier die Schuhabteilung, also sowohl ja. Socken, Schuhe und so weiter. Wir haben viele unterschiedliche Schuhe. Kategorie D, steigeisenfest, leichte Hiking, Trailrunning, Flipflops. Okay. Das ist ja die Frage, was brauchst du? Das ist die beste Frage. Ich weiß es nicht. Ein Schuh, der so ein Allrounder vielleicht ist. Ein Allrounder, Kategorie B zum Beispiel, wäre so ein Meindl hier. Okay. Wäre eine Idee. Ja. Da sind wir preistechnisch bei... Da bist du halt dann schon über die 200. 289 Euro. Ja. Ich glaube, wir YouTuber und Streamer denken ja, teure Schuhe, da gehen wir schon in die Richtung so Nikes und Dunks und keine Ahnung, Jordans. Aber wenn man richtig, richtig viel Geld für Schuhe ausgeben will, dann muss man zu dem Plug Julian. Der hat die teuren Dinger. Kann man bei euch theoretisch als Influencer auch mit Instagram-Stories zahlen? Nee. Ist der Schuh gut? Ja. Ja? Ja. Wenn du dich gut drin fühlst und die Passform okay ist, dann gar kein Thema. Ah gut, das wird jetzt ja nicht mein Job sein. So irgendwo, oh mein Gott. Würdest du's? Der Schuh passt. Alles, was in dieser Dose ist, ist hier nochmal ausgestellt. Eine Rasierklinge, ne Teelicht. Adi schreibt in den Chat, sag doch einmal was gegen meine Nasenflöte und ich lass die Baustelle am Stuttgarter Bahnhof um 10 Jahre verlängern. Ey Adi, ich sag's dir ganz ehrlich, Bro, du hast in dem Format wirklich abgerissen und du hast in dem Format auch gleichzeitig wirklich versagt. Willst du da was hinzufügen? Bro, dass du diese Nasenflöte benutzt hast, nachdem die 10 Leute vor dir benutzt haben, ist echt mutig. Adi, du bist wirklich ein Weirdo. Ein Stück Gaffertape, Angelschnur. Multitool. Julian, krasser Charakter. Der ist mir so im Kopf hängen geblieben. Ich hoffe, dem geht's gut. Der ist bestimmt jetzt gerade auch in dem Moment irgendwo campen. 100%. Nicht weit außerhalb von Stuttgart. Ich glaube, auch ab und zu campt der einfach mal Schlossplatz oder so. Kann ich mir vorstellen, dass er da ein Zelt aufschlägt. Aber geiler Typ. Steht auch alles hinten drauf. Aber das ist so mein Lieblingsprodukt, muss ich ehrlich sagen. Trinkflasche, Survival-Kit, Knicklicht. Fertig. Lass zahlen gehen. Flossen werde ich da jetzt nicht brauchen. Ja, wir haben ja nicht nur eine Station. Ja, ja. Ja, die Schuhe werde ich bestimmt. Ja, stimmt. Mit den Schuhen wandere ich einfach über die Berge an den Gardasee und gehe damit Flossen schwimmen. Danke, Marc. Danke für den Spoiler. Ich
freue mich so, 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 so sehr auf die Episode von Sascha und mir. Bro, Digga, wir haben so viel gelacht. Es war geisteskrank. Wirklich heftig, Mann. Was machen extrem witzige Menschen? Dich zum Flughafen fahren lassen, um dann dir zu sagen, dass du... Boah, es ist scheiße. ...an dem Tag nicht fliegst. Also wenn es ein Joke ist, der kommt bei mir nicht an, ne? Dann stellt man da einem noch dumme Fragen. Kunst oder Industrie? Kunst. Für einen Praktikumsplatz, den man noch suchen muss. Guten Tag, Sascha Hellinger hier. Ich bin momentan arbeitssuchend. Ja, aber dann eh schon abgeklärt wurde. Ja, also wir sind halt jetzt schon mitten in der Auktion. Ja. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich finde, das habt ihr wahnsinnig schlecht gemacht übrigens. Auch das Bild, wo du das Handy umdrehst mit, yo, dein Beruf heute ist Auktionator. Ja, das war richtig schlecht. Richtig schlecht. Deswegen haben wir es rausgeschnitten. Nein. Das war so schlecht von euch. Also eine Kamera geht heute flöten, wenn ich das mache. Ich sag's euch. Seht ihr die Kamera? Wir fangen an bei 100 Euro. 150 Euro zum ersten. Dann ist das Ding einfach für 170 Euro weg. Und ich lade noch Freunde von mir ein, die auf jeden Fall das Ding nach oben treiben. Und dann sind auch die Aufnahmen weg. Dann haben alle schlechte Laune. Wie ist die Adresse? Ihr wisst es ja. War das in Stuttgart? In Stuttgart, ja. Nagel! Kennst du? Ja, wir laufen da immer vorbei. Also an dem anderen, an dem OG, glaube ich. An diesem Dr. Nagel. Ich glaube, ich zeig's dir nächstes Mal, wenn wir vorbeilaufen. 100 Years. Alte Kunst, Modekunst, asiatische Kunst. Mmh. Ach, da kann man wirklich hingehen und dieses zum Ersten, zum Zweiten. Das Funktionshaus. Warum gehen wir da nicht mal hin? Was siehst du da? Einfach mal auf was bieten. Also Bro, auf was bieten ist ja Meme. Das ist ja komplett Meme. Stell dir mal vor, wir sitzen da und da kommt irgend so ein Topf, 100 Euro zum ersten und wir bieten auf diesen Topf. 10k! Kostet so viel. Das ist glaube ich nicht so billig. Ach so. Grüß dich. Sascha Hellinger, hi. Christoph Bouillon. Hallo. Wie? Christoph Bouillon. Bouillon, kennt ihr Dingens Hühnerbouillon? Kennst du es nicht? Der heißt genau so, Hühnerbouillon. Kennt ihr das? Für die Suppe. Geboren wo? Ich kann mir vorstellen, durch das Video hinweg sind wir vielleicht nicht unbedingt auf einer Wellenlänge gewesen. Hast du denn da schon Erfahrungen mit Auktionen? Nee, ich habe nur Erfahrungen mit Geld aus der Tasche ziehen. Ja, ich habe so ein paar Freunde, die halt so... Der Joe kam an. Mark Gebauer zum Beispiel. Hast du das wieder? Ja, so damn, doch. Der Wipe ist am Start, Digga. Was Sascha, my rich clients won't be happy, man. Was bei Sascha immer gut finde, ist, wenn er merkt, er wipet mit jemandem nicht auf Joke-Ebene, macht er einfach trotzdem weiter und bleibt einfach so, wie er ist. Das ist einfach richtig nice. Jetzt in so einem seriösen Bereich, sage ich mal, tatsächlich nicht. Ja, also. Stimmt, das ist Rinderbouillon. Rinderbouillon von Knorr. Ach komm, egal. Wir sind halt wirklich seriös. Wir zählen halt zu den größten und renommiertesten Auktionshäusern in Deutschland. Also, ja. Hab Respekt. In den letzten Tagen ist hier Kunst für schätzungsweise 2,7, 2,8 Millionen Euro verkauft. Ah, das geht ja noch. 2,8 Millionen, das ist ein normaler Ja, aber lass da echt mal hingehen und für 10 Euro bieten. 10 Euro zum Ersten? Das hat Startpreise, die fangen nicht bei 10 Euro an. So. Monte, obenrum könnte ich vielleicht Praktikum machen. Untenrum sieht es aus, als ob ihr einen Rohrbruch hattet. Okay, jetzt kurz springen. Das ist der Schrank von Alia. Da saßen 6 Leute, darunter eine Oma, die anscheinend jeden Tag da ist und alles mitschreibt, aber nie was ersteigert. Aber er meinte, die streamen vor tausenden Menschen anscheinend. Also tausende Menschen weltweit ersteigern da von Porzellan bis Ritterhelm. Krass. Die ziehen sich dann immer eine Provision an den Verkäufen, oder wie? Ja. Das ist ja voll das geile Geschäftsmodell. Ja, die müssen ja auch die Echtheit irgendwie garantieren und so. Mhm. Also, aber weißt du ungefähr, wie viel Provision die sich da ziehen? Keine Ahnung. Ja, mich würde mal das Geschäftsmodell Auktionshaus interessieren. Ich habe ja gerne mit dem Typ geredet und den gefragt, wie sein Business eigentlich aussieht. Das ist schon interessant. Ja, ich bin auch so ein Mensch. Ich würde ihn auch, also ist auch alles so fragen, wie ich dem stellen würde. Schon interessant. 10-20% niemals. Viel zu viel. Na, kann ich mir schon vorstellen, weil du musst ja überlegen, die wickeln den Kauf ab, die haben den Käuferstamm.
Wenn du jetzt daheim irgend so ein Bild hast, so ein krasses, stimmt, dann gehst du zu dem und du hast jetzt kein Echtheits-Blabla, dann guckt er sich das an. Ich glaube, es hängt davon ab, wenn du jetzt alles mitbringst, wie so Boxpapier. Ach, doch, stimmt, warte mal, ich habe doch auch mal gehört, wo diese Autos auktioniert werden, so, es ist ganz selten, ne? Ich glaube, da ist diese Auktionsgebühr irgendwas zwischen 10% und 20% auch, glaube ich. Ist es nicht so, Leute? Da war doch Hamid mal bei so einem Ding. Wir werden es ja vielleicht sogar herausfinden. 20% ist schon. Wir werden es wahrscheinlich gleich herausfinden. Denk schon. Ich glaube, bei so ganz teuren Sachen ist es weniger. Wird das Set weg. Das kann ich Ihnen garantieren. Ich würde auf jeden Fall hier zuschlagen. 130k. Ja, wahnsinnig schönes Set. Ja. 130 Euro. Mhm. Zahle ich ja bei IKEA mehr. Ja, ja. Ah, nee, guck. Ist nicht so, warte mal. Ja, 113. Also, es sind 140 Dollar. Ja, da kann man doch mal mitbieten. Ja, Digga, lass doch da mal hingehen. Lass hingehen und einen Vlog machen und wir bieten da ein bisschen mit. Dann holen wir uns ein neues Geschirr. Machen uns einen schönen Abend. Digga. Ja, das mach ich. Ja. Auf jeden Fall hier zuschlagen. Das ist ja ein wahnsinnig schönes Set. Lass mal gucken, wo das endet. 130 Euro. Zahle ich ja bei IKEA mehr. Ja, ja. Sieht auch schön aus. Ich würde mich echt gerne registrieren, tatsächlich. Ich kaufe meiner Mutter jetzt ein Weihnachtsgeschenk. Berufsbezeichnung, ist es für Sie wichtig? Nicht zwangsläufig. Der Schrank, der hier steht, geht der auch noch weg? Der ist schon verkauft. 3000, wenn ich es noch im Kopf habe. Aber er hat langsam, also entweder das war abgesprochen oder der er checkt. Kein Bock, Bro. Oder er checkt langsam Sascha seine Rolle und macht auch mit. Finde ich gut. Echt? Ja, oder er hat doch langsam gecheckt. Ah, so einer, ich mach mal mit. 100%. Ah, weiß nicht. Ey, aber hättest du nicht mal Bock, dass wir Auktionshaus nahe? Ja, ja, ja. Gut. Gut, dann ist es auch nicht schlimm. Ich kann die ganze Aktion mit einem Wort beschreiben: dumm. Ich habe dieses Schild bekommen, ich habe mich registriert. Ich habe mich hingesetzt, es wurden 4 Vasen präsentiert am Anfang, direkt hochgehalten, gekauft. Robin, lass Auktionshaus nageln. Wie viel? Was? 450. Prozentschritte. Zum ersten. Oh. Das sind ja 4 Vasen. 450 Euro. Zum. Dann bin ich mit dem Christoph durch den Katalog gegangen, was noch so kommt an dem Tag. Hab 2 Figuren gesehen, 2 Chinesen. Und da musste ich an Marcel denken. Und die wollte ich unbedingt haben als Geschenk für ihn. Es gab nur ein Problem. Ich glaube, jemand wollte die auch sehr, sehr gerne haben. Und dann gab es ein kleines Duell. Du bist für Monte. Ey, das ist geil. Das ist mein Vibe, so dieses irgendwelche alten Leute abfucken mit so. Du siehst so, du gar nicht. Der dreht sich schon so um, der guckt schon so, weißt du so. Der guckt sich zu dir nach hinten und du sitzt immer nur so. Lass da hingehen. Marcel, wenn du das siehst. Ja. Marcel, wenn du das siehst, ist für dich. Der war aber auch sehr interessiert, der Mann. Der war wirklich einfach sehr interessiert. Hat der mich jetzt hochgetrieben oder war der wirklich interessiert? Der hat dich gar nicht wahrgenommen. Okay, krass. Stell dir vor, die haben da immer so einen Mitarbeiter, der so, immer so low-key so anstachelt. Eine Frage. Sind Sie zufällig interessiert an 4 Ziervasen? Sie waren nicht interessiert. 1050 Euro sind weg. Ah, das ist mein Highlight. Das ist wirklich mein Highlight. Dann, Bro, darfst du es? Niemals ist es so viel wert. Also das ist ja kompletter Scam. Digga, Sascha hat sich hier irgendwie 2 Statuen und so 2 Vasen für einen Düsenjäger gezogen. Das ist ja geisteskrank. Verpacken. Okay. Da ist die haben Papier. Nur so 10 also Stück von ich den Wänden. Warte, geh mal eins zurück. Oh. Das ist so dieses I can't believe the dollar sign in his eyes, Sean. I can't believe, is this real happening? Sean, das
Scheiße. Das ist geil. Really bought one Düsenjäger for this shit, man. Bro, das hättest du Feuersee-Flohmarkt für 3 Euro bekommen. Die haben echt hinten so ein Lager, wo full ist mit diesen Statuen. Bruder, die haben dich gefickt, Alter. Also das wäre jetzt nach meinem Bauchgefühl verpackt. Schau, auch wie er gegrinst hat. Naja. Hä? Mehr kann man ja aus dem Papier nicht rausholen, oder? Der ist auch so, Bruder, der war so, oh, Mann. Still can't believe it. Still can't believe it. Unter der Statue klebt noch 5,99 Preisschild. Christoph, wenn du das siehst. Schon schön. Oh Gott. Er sieht echt schön aus. Es tut mir wahnsinnig leid. Die sieht echt gut aus. Ein schöner, blauer... Das ist kaputt. Nein. Der hält in 2 Teilen. Der hat die nein, das ist nicht kaputt. Das ist irgendwas anderes. Nein, doch, das ist kaputt. Das war nicht so gut verpackt. Das ist nicht kaputt? Ja. Ja. Christoph, wenn du das siehst. Ach nein. Oh Gott. Oh nein. Es tut mir wahnsinnig leid. No worries. We got another one for you. It's only 500 Euro. Unikat. Das war nicht so gut verpackt. Aber ich glaube, mit ein bisschen Sekundenkleber. Ey, wenn ich jetzt ihr Sohn wäre zu Weihnachten. Da ist ja richtig was los. Da packe ich ja erstmal eine halbe Stunde aus. Shit, man. War nur die Leiter. Sorry. Ja. Weiß man, ist es Kerzenwachs? Ja. Das sieht auch schon wirklich sehr cool aus. Aber es vorschlagen. Ja? Was wirklich schick ist. Guck mal. Ja, Wahnsinn. Au. Och, aber im Moment, ist das nicht antik und sollte nicht berührt werden? Alles gut, Mann. Wir haben noch 50 Stück davon im Keller stehen. Das ist so zimperlich. Entschuldigung. Den Kopfschmuck, den du jetzt aufhast. Den habe ich vor 2 Tagen für 40.000 Euro zugeschlagen. 40.000 Euro für diesen Helm? Also den mache ich dir, ich jetzt nicht, aber den kann dir irgendeiner machen für bestimmt 20 Euro. Irgendein, safe. Wie nennt man das? Werkzeugmechaniker? Irgendeiner, der Blech in der Firma hat? 20 Euro nicht, aber mach lieber weiter. Ist ja auch ein... Aber jetzt mal Real Talk, mich interessiert wirklich, wie der wirtschaftet. Wenn der da so einen 40K-Helm kauft, also der muss ja irgendwas dabei denken. Ja, der wird, also der versteht wahrscheinlich das Sammeln halt. Also der versteht den Markt. Das ist ja so, wie wir Uhren checken. Also wir checken jetzt nicht Uhren, aber du hast ja keine, also es wird wohl einen Markt geben für irgendwelche alten Ritterrüstungen und. Aber du denkst wirklich, es gibt einen Markt für Ritterhelme. Hell, safe. Und da gibt es so einen Typ, der sagt sich so: Bro, gib doch safe so ein paar ultra-riche Leute, die so Shit sammeln, die so eine Adelsleute, so eine Burg haben und dann sagen: Ja, Mann, Digga, give me that shit. Also du meinst, das bei denen wirklich so, so wie wir so sagen, ey, Bro, ich hab mir jetzt endlich die AP gezogen. Kommt der dann so zu seinem Kollegen und sagt, ey, Bro, ich hab mir endlich diesen Ritterhelm gezogen. Ja! Okay. Na, nee, das ist doch schön, dass man sich an sowas erfreuen kann. Ich hab da 3 Menschen. Das war meine Lieblingsaufgabe. Nee, 4 sogar. Bilder einschätzen. Ich mit einem Hund. Bepreisen. 200 Euro. Um ein bisschen was darüber zu erzählen. Und für jemanden wie mich, der nur Maus und Tastatur kennt, war das natürlich, also wenn es jemand kann, dann ich. Ich würde es sehr schön vorsichtig, vielleicht ein Limit von 20.000, eine Schätzung von 30.000 bis 40.000. Solche Bilder gehen aber zum Teil bis zu weit über 100.000 Euro. 200 oder? Ey, Kunst 20.000? Ist wirklich geisteskrank. Hey, haben wir das gesagt? 100.000 Euro. Das ist so dieses... Aber ey, das ist ein sehr geiles Bild. Ich muss ehrlich sagen, auch ganz am Anfang, als ich es gesehen habe, ich habe Auge drauf gemacht. Es sah klein aus, aber es sah sehr geil aus. Meinst du, der schläft im Stehen? Kokobitsch! Manche Freunde von mir? Völlig normal. Steuererklärung von Lazzo ist bestimmt schon mal vorgekommen. Auf dem ersten Was? Was hat er gesagt? Steuererklärung von Lazzo ist bestimmt schon mal. Aber bei was? Keine Ahnung, ich hab's nicht zugehört. Ich hab nur Kokobitsch. Nullen weglässt, ist für manche Freunde von. Solche Bilder gehen aber zum Teil bis zu weit über 100.000 Euro. 200 oder 20.000, dass man da mal ein paar Nullen weglässt, ist für manche Freunde von mir völlig normal. Steuererklärung von Lazzo ist bestimmt schon mal vorgekommen. Auf dem ersten...
Wisst ihr, was ich lustig finde? Sascha probiert mich immer zu fronten mit Finanzen. Entweder, dass ich verkacke oder dass ich zu viel oder viel Geld habe. Das Lustige dabei, ich muss kurz den Akku wechseln, wartet. Ah! Sorry. Du Fischerle. Ich hab das richtig übel. Alles gut, alles gut. Alles gut. Also ich dachte, du lädst es. Ja, ich hab's geladen. Digga, ich hab gerade Tim sein Handy übel runtergerissen, Alter. Vor allem auf dieses Metall. Ich war kurz so, okay, reiß zusammen, Display Schrott, so, alles gut. Digga. Morgen neue Handy. Wie so ein Tollpatsch hab ich gerade dieses Handy verwechselt. Aber das ist ja nicht mal angeschlossen gewesen. Doch! Du hast es rausgerissen. An was denn? Ja, an dem. Warum steckst du es denn nicht wieder an? Weil es vollgeladen ist. Hey, Junge. Du hast mich krank, Alter. Okay, sorry, Mann. Wir machen weiter. Ach so, genau, was ich sagen wollte. Sascha ist der, der hier erstens mal hier neulich mal einen Steuerbescheid bekommen hat. Ich will nicht näher drauf eingehen, der hat einen Steuerbescheid bekommen. Und zweitens ist Sascha der Typ, der 5 Porsche hat und 27 Rolex. Also was laberst du mich voll, Digga? Das Blick wirkt es wie Wasserfarbe. Wie gut, ja. Mehrere gut, Farben dabei. Ja. Rot, gelb, schwarz, blau. Ja, das ist, als wenn du als Viertklässler irgendwas erklären musst, dann beschreibst du einfach Farben, die du siehst. Was soll ich denn sonst beschreiben? Emotionen, die ich habe. Also es ist ein sehr emotionales Bild. Wer auch immer das gemalt hat, hat, finde ich, vieles durchgemacht, glaube ich, währenddessen. 800 Euro. Ernst Wilhelm Ney. Das klingt schon sehr ernst. Ah, dann 80.000. Wie er die Namen ausspricht, weißt du schon, das Bild, teuer. 30.000 bis 40.000 Euro. Mit Bildern kann ich mich nicht so gut aus, aber dann kam mein Expertengebiet. Die Vasen. Diese Vase wird liegen bei circa... Oh, die ist teuer. 600 Euro. Guckt euch nochmal diese Vase an und sagt mir jetzt sofort, wo ihr die einpreisen würdet. Ich sag ehrlich, die ist krass, die Vase. Also diese ganzen Malereien hier drauf und auch, guck mal, mit welchem Fade hier drin und so. Und 5K. Die Bäume und die Umrandungen hier. Für 30, 40K von diesem anderen Wasser. Ja, aber er hat gerade angekündigt, dass das sein Gebiet ist. Also entweder er hat sich komplett verschätzt oder er lag richtig gut dran. Stimmt, er hat sich... obwohl. Vielleicht liegt er auch nah dran. Vielleicht kostet es einen Düsenjäger. 5 bis 10K. Vielleicht kostet das Ding auch 100 Racks. Ja, vielleicht, Bro. Ich würde es auf jeden Fall nicht sagen. Okay, ich gehe nach Hause. Also, ich war schon bei den Gemälden, kurz davor zu sagen. Ich ja, okay, es ist extrem teuer. 80 bis 120.000 Euro. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht du da draußen läufst bei deiner Oma in die Wohnung rein und da steht eine Vase für 80.000 Euro. Und du, Idiot, sparst auf irgendeinen AMG. Zum Glück war ich nicht in der Auktion, als ich unten saß. Ey, jetzt aber mal ohne Scheiß. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wirklich so einen Markt dafür gibt, dass Leute 80k für eine Vase bezahlen. Das kann doch nicht sein. Wer ist denn das? Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der 80k für eine Vase... Kannst du es so weg, das wegen dem Chat? Ich sehe es nicht richtig. Danke. Ja, wo willst du jemanden kennenlernen, der 80k für eine Vase ausgibt, Maniac? Vielleicht beim Auktionshaus. Ja, die bieten aus dem Internet anonym. Was ist denn eine Ming-Vase? Bro, ich weiß es doch nicht. Das hat ein Kollege in seinem Text gerappt einmal. Bei deinem Polterabend werden Ming-Vasen zerschossen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, aber ich finde es schade, dass der das nicht erklärt. Nee. Dann kamen wir aber zu Uhren und da habe ich einen Joker. Oh yes. Cartier. Quarz, klar. Cartier with the Factory Diamonds. Das ist eine alte. Alte Damen Cartier. Wirklich schöne Uhr. Wenn sich jemand mit Uhren auskennt, dann Marc Gebauer. Ey Junge, fuck nicht ab, Alter. Du kannst nicht schon wieder eine Uhr kaufen, Alter. Du hast doch schon. Man ruft Marc an. Wer geht dran? Das allerletzte. Nico. Marc. Ey, ich hab gerade so gedacht, Digga, was ist das für eine nervige Stimme? Das ist doch nicht Marc. Das war einfach ich. Ich wusste gerade selber nicht mehr, dass ich da überhaupt dabei war. Da war ich bei der VOG-WM. Aber ich sag euch ehrlich eine Sache. Sascha tut jetzt wieder so, wenn sich einer mit Uhren auskennt, dann Marc. Aber ich sag euch, der Stock an Uhren, die Sascha mittlerweile hat, der ist höher als der, den Marc hat. Ist einer meiner besten Kunden. Marc, wo würdest du so eine Uhr preislich sehen? Ja, ist es eine Gal B oder eine Santos? Sieht eine Santos aus. Ja. Ich schätze mal so um die 6 bis 8 dazwischen. Okay, super. Ich gehe mit dem Preisvorschlag von Marc mit und ich sag, diese Uhr liegt so, wie sie hier ist, bei 7.500 Euro. Ja, man könnte glatt meinen, dass Marc es hauptberuflich macht, das mit den Uhren und so. Cartier. Ja. Oder nicht Cartier. Nein, es ist, die Uhr ist nicht original.
Du bist super, es ist Cartier. Okay, super. Und Preis 7,5? Ja, okay. Ja, darf ich nochmal? Passt. Das ist ungelogen, kein Scherz. Marc war 2 Tage noch nach diesem Anruf sauer auf mich, weil er dachte, ich kaufe nicht bei ihm eine Uhr. Habe ich zwar auch, aber habe ich nicht. Er hätte ja daran erkennen müssen, dass die nur vierstellig war. Ich habe gerade so eine Nachricht bekommen, dass der Fabio Straub gerade am Pult etwas schwächelt. Nein. Und abgelöst werden möchte. Worst case scenario. Ja, aber ich habe diese staatliche Berechtigung nicht. Ich dachte die ganze Zeit, hier, Berechtigung habe ich nicht, ich darf nicht ans Pult. Und dann sagt er, jetzt geht's runter. Ich darf das aber sozusagen an dich übertragen, wenn ich dabei bin. Nee. Gar keinen Bock. Okay, komm, wir gehen runter. Mit Livestream, Internet, 3 Plattformen, 3 Bildschirmen. Wirst du auf einmal scheu? Nein, überhaupt nicht. Der Preis ist ja immer auf dem Link angezeigt schon, oder? Und damit übergeben wir dir jetzt die Verantwortung. Sind wir mal gespannt, wie du dich schlägst. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du schon... Und übergeben wir dir jetzt die Verantwortung. Ey, der Typ ist echt ein Psycho, Alter. Ernst Richard May. 100.000 Euro. Ich kann nicht mal so langsam reden, bra. 80 bis 100.000 Euro. Von Herrn Bouillon eingeführt worden bist? Die Einführung war zu kurz einfach. Für jemanden, der keine Ahnung hat, war die Einführung echt nicht vorhanden. Ich hätte die beste Einweisung bekommen. Fühlst du dich also bereit, direkt loszulegen? Das sollte gleich reibungslos verlaufen. Ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben. Ja, wirklich. Wirklich. Zahlen, ich habe alles gesehen. Ich glaube auch, dass ich die Menge unter Kontrolle habe. Es wird super. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Ahnung. Ich dachte, okay, geht schon, so schwer kann es nicht sein. Da sind ein paar Leute im Raum, ein paar Leute im Stream. Aber an der Seite muss man drauf achten, sind Leute am Telefon. Und passt mal gleich auf, wie viele Bildschirme vor dir sind. Also, die streamen nicht nur auf einer Plattform, die sind wie die neueste Generation von Streamern, die sind überall live. Dann machen wir direkt weiter. Mit dem Lot 6332, da haben wir einen Ausrufpreis von 54 Euro. Mit 54 Euro würde ich gerne für dieses Objekt rein, Nummer 1102. 450 Euro sind geboten. Ey, Sascha ist bei sowas aber echt gut. Der tut immer so, als würde es nicht können, aber der macht es richtig gut eigentlich. Der macht es voll professionell. Bro, ich wäre der Typ, der es wirklich nicht könnte. Ich würde da nicht du finden. Würdest da würdest du anfangen, Scheiße zu... Wo steht nochmal der Preis? Ich müsste mich fragen, bla bla. Dann würde ich irgendwie den falschen Bieter ausrufen. Zum ersten, zum zweiten. Ich würde noch einen übersehen, der bietet. Würde abklatschen beim nächsten. Ich würde alles falsch machen, 100%. Das ist genau mein Ding. Ja. 6332. Schriftliches Vorgebot. Wir haben ein schriftliches Gebot von 600 Euro. 600 Euro, da ist die Dame dabei. 650 Euro. 650 Euro. 650 Euro für die 1102. 650 Euro habe ich. Haben wir noch was im Internet, was den Preis überbietet? 650 Euro zum ersten, zum zweiten und zum dritten verkauft an die 1102. Digga, voll perfekt. Bin ich hier richtig? Moment, nee, falsch. Das hier ist der Zuschlag. Ah ja. Hier kommt der Bieter rein. Und so, wie viel Zuschlag? Wie viel Zuschlag? 650, so ungefähr. Genau, richtig. Einfach Enter. Oh. Genau, mit dem Tablet. 1102, richtig? Richtig. 1102 war die nochmal Nummer. Enter-Trick. Super. Da machen wir direkt weiter mit der Lotnummer 6 und dreimal die 3. Ging doch, oder? Ein bisschen ab und zu mal noch verloren geschaut, aber im Großen und Ganzen war das das erste Ding, was ich rausgehauen habe. Ich fand's gut. Bis jetzt. 100 Euro sind gefordert. 100 Euro. 100 Euro, niemand im Internet, auch kein Gebot. Alles klar. Lot Nummer 6043, 6340, 100 Euro sind gefordert hier im Saal. 100 Euro im Internet, am Telefon. Das ist Wahnsinn. Alles klar. Ey, aber... Ich würde echt, ich würde es sehr feiern, dieser Saal, den du da gerade gesehen hast, der hat ja ziemlich tot gewirkt, ne? Da war ja keine Stimmung in dem Saal. Sollen wir so mit 10 Homies kommen?
Wir machen ein Abo-Treffen bei Nagel Auktionshaus. Kommt alle vorbei, Leute. Wir geben euch den Termin noch durch. Chef, wo sind so Castric, Apparat, Peak zeigen dort. Digga, wir nehmen Ron hoch. Wir nehmen Ron mit. Er ist die ganze Zeit besoffen und er hebt einfach nur das Schild durchgehen. Egal was kommt, Ron bietet mehr. Ey, Junge. Alter, ist das geil, Mann. So ein Auktionssaal, der hat schon was ganz Mystisches, Alter. Bis jetzt waren wir so bei 100 Euro, 150 Euro, 160 Euro. Wenn ich da mal einen Fehler mache, mal falsch wo irgendwas eintippe, ist kein Problem. Aber bei dem nächsten Objekt, ich glaube, das wäre ein bisschen unentspannter gewesen. Lot Nummer 6341. Da haben wir gefordert 150 Euro. Schönes Bild. Schau mal. Jetzt wir sind so. Schon bei 800, 1000, oh wir haben 4 Telefone drauf und schriftliche Gebote kannst du bis zu dem Betrag mitgeben. Okay. Im Internet haben wir 1100 Euro, ich brauche 1200 Euro, 1900 Euro, 1900 Euro. 2000 Euro haben wir bereits hier. 2000 Euro, 2200 Euro, 2400 Euro, 2500 Euro, richtig 2000. Warum bieten da auf einmal alle so krass? Ja, weil die es haben wollen. Ja schon, aber was war denn bei den anderen Produkten? Warum haben die da nicht geboten? Ja, die waren halt nicht geil, Mann. So. 2600 Euro. 2600 Euro. Habe ich im Saal oder im Internet noch ein höheres Angebot? 2700 Euro. 2800 Euro für Lot 6341. 2900 Euro. 3000 Euro. 3300 Euro für den Herrn mit dem Jackett. Du musst dir überlegen, bei diesem Telefon, da ist irgend so ein Richie, der da nicht gesehen werden will, weil der so full of cash ist, weil der anonym bleiben will. Und der ruft dann per Telefon und sagt, der 3K. 3000. Noch am Telefon 3000. 3.300 Euro zum ersten, 3.600 Euro aus dem Internet, 3.600 Euro. 4.000. 3.600 Euro zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Ja, sehr gut. Aber hast gesehen, da stand gefordert 4K, glaube ich. Oder war 4K die nächste? Die nächste, Ding. Aber warte. Vielleicht kann man noch was anderes erkennen auf dem Screen. Taxe, hier, 300 bis 500 Euro, oder? Nee, nicht Taxe, was steht da? Oder? Doch, Taxi steht da. Meinst du, das ist deren Share? Ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich Tax, weil die international verkaufen. So. Also, zum Mehrwertsteuer wahrscheinlich. Limit? 150 Euro geht's los. Das sind Steuern, ja. Aber warum geben die Steuern an? Die wissen doch gar nicht mal aus welchem Land. Sie machen die es nicht auf Twitch, dann kriegen die noch Subs. Nur Subs. Ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Ja, sehr gut. Gesamt, ne. Ah, fuck. Danke für Ihre Zeit. Thank you for your time. Bye bye. Internationales Publikum kann man sich auch mal auf Englisch bedanken für die gemeinsame Zeit. Dann vielen Dank noch. Ja, ich hab zu danken. Fabio, bis nächste Woche, ja? Wäre das was für die Zukunft? Ja, also in einer Woche. Bist du drin? Habe ich Fabio. Ja. Kannst du ja bei der Stadt Stuttgart eine Versteigerer-Lizenz beantragen? Unbedingt, ja. Den Showteil hast du super gemacht. Ich hab euch bei der Stadt Stuttgart. Krass, locker 5 Kunden versaut. Christoph, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, komme ich maßgeschneidert im Anzug bei dir rein mit der Lizenz und ich stehe ganz vorne mit dem Hammer. Ich wusste, bei einem von euch beiden kann ich mich revanchieren, weil ihr seid bei mir zu Hause, ihr seid in meiner Stadt, ihr wolltet, dass ich im Hotel penne. Ich habe gesagt, nein, ich schlafe zu Hause und ich nehme noch einen von euch beiden mit, weil man kann ja bekanntlich Freitagabends ganz gut rausgehen. In eine Bar und auch ein bisschen länger bleiben, weil ich wusste auch, frühmorgens geht es ja los und man kann trinken und man kann aber auch nüchtern bleiben. Und wenn man nüchtern bleibt, hat man ja morgens bekannterweise ein bisschen bessere Laune. Marc, morgen. 20 Minuten, wir müssen los. Ha? Ja, hast du gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Man könnte fast meinen. Digga, der Sascha hackt sich extra so einen Plan immer aus. Ne? Das ist so voll Sascha. Geht abends in eine Bar. Du denkst, der hat jetzt richtig Bock, mit dir einen zu trinken. Trinkt einfach nichts. Geht dann irgendwann nach Hause, lässt sich im Fullsuff und nervt dich dann am nächsten Morgen. So einer ist Sascha. Geil, feier ich. Man könnte fast meinen, Marc hat es so gut gemacht, dass für dich da in dem Moment auch kein Ende mehr in Sicht war. Also ganz so war es ja nicht. Grundsätzlich war die Idee von Sascha, dass ich jedes Mal, wenn er von einem Zuschauer erkannt wird, einen kurzen trinken muss. Ich Trottel habe mich drauf eingelassen, weil ich dachte, den kennt eh keiner. Ja, habe ich ein bisschen unterschätzt.
Ich muss aber echt sagen, die Jungs hier haben das sehr geil produziert. Auch geil, dass die bei allem dabei waren. Die wissen immer, was passiert ist. Schneidet es dann selber, hat selber auch das Bild dafür im Kopf, wie es gedreht wird und so. Also es ist sehr geil gemacht, muss man sagen. Das ist echt geil. Also wir können uns bei den nächsten Episoden, die kommen, auf jeden Fall auf sehr, sehr geilen Content gefasst machen. Ein richtig cooles Projekt. Aber das Gute ist, du bist ja jemand, du verträgst auch Alkohol. Du bist jetzt niemand, der morgens irgendwie es dann schwer hat mit dem Aufstehen. Kannst du mir noch was über Goethe erzählen? Im Zauberlehrling geht es darum, die Geister, die ich rief, wische, wische, das und diese sich ergieße, ne? Genau. Ich habe eine heftige Blähung gerade abgelassen. Also es ist wirklich heftig. Jedenfalls am Ende, also long story short, ja. Lass mal weiter saufen. Boah, das schlimmste Gefühl, Alter. Was zweites Land, zweiter Job. Übrigens, Marc Gebauer hat abgesagt. Hallo, ich bin die zweite Wahl. Und ich sag ja, und dann ist es sowas. Und ich habe gehört, ihr macht hier einen Scheiß mit. Und wenn Scheiße steigen wir heute. Maschine gegen Maschine ich mit Material. Ich war der mechanische Maulwurf in unserer organischen Gruppe. Für mich ist es einfach nichts. Oh. Also nicht mal Marc Gebauer stinkt so krass, ehrlich. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, die Kanalreiniger. Die Episode wird krass, glaube ich. Da hat Sascha sehr krass von berichtet. Kanalreiniger ist krass, aber das muss ich auch sagen, ist wahrscheinlich eine krasse, krasse Erlebnis. Ich find's geil, dass es durchgezogen hat. Ich find gerade dieses Feeling, Alter, am Ende so dieses wenig pennen, dicht sein, nächsten Tag fliegen müssen. Digga, ich sag euch, Sascha hat in letzter Zeit so viel getravelt, das ist echt heftig, Mann. Es ist wirklich übel. So. Hey, Bro, ich flitz, weil... Ja, easy. Ich mache jetzt noch ein paar Runden ranked, dann flitze ich aber auch. She says she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.